Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Cornelis von Lessen. Thema: Das Blut wollen wir energetisch behandeln. Ja, das ist eine schöne Aufgabe, würde ich mal sagen. Ne? Mal schauen, wer sich dafür interessiert. Ganze Menge mehr. Ja, Blut ist ja eigentlich unser Lebenselixier, wenn man so will. Ne? Wir sind ja, wenn man so eine Petrischale sieht, Zellen, und die Zellen müssen irgendwie versorgt werden. Und dadurch hat man Blut geschaffen. Wasser mit irgendwas drin, wäre das so die Version. Und das fließt die ganze Zeit durch und transportiert Nährstoffe zu uns, entsorgt verbrauchtes Zeug und so weiter. Also das hat eine ganze Menge Funktionen. Und dafür muss es natürlich gut gereinigt sein, gut frei sein. Ne? So. 6, 7. Ich glaube, 8 Liter ist ein bisschen viel, 6, 7 Liter. Kommt natürlich auf die Körpergröße an. Gibt es bestimmte Formel, je größer man ist und desto kräftiger man ist, desto mehr Blut hat man. Und kleine Personen haben natürlich ein bisschen weniger Blut. Ne? Es steht im Verhältnis. Nehmen wir das ganze Blut mal raus oder vielleicht noch einen Satz. Blut wird in Knochenmark hergestellt, wird also kontinuierlich erneuert und wird kontinuierlich auch entsorgt. Ist also so ein Prozess, in dem sich das Blut befindet, ein kontinuierlicher Prozess. Ne? So, nehmen wir das Blut einfach mal raus. Oh ja, für diejenigen, die das, fühlt sich jetzt schwer an. Ich fühle ja immer so schwarz-weiß und ich fühle, dass das Blut schwer ist. Das ist mein energetischen Behälter jetzt drin. Diese 6 bis 8 Liter oder 6 bis 7 Liter. Alle Energien, die in diesem Blut drin sitzen, raus. Vor allem zum Beispiel die Nieren, die das Blut reinigen. Ne? Und der Extrakt ist natürlich das Wasser, was wir rauslassen aus dem Blut. Dafür müssen wir neues Wasser natürlich immer wieder reinfügen in den Körper. Idealerweise 1,5 bis 2,5 Liter. Ich muss selbst für mich zugestehen, dass ich manchmal zu wenig trinke. Aber dieser Austausch, Feuchtigkeit rein, Feuchtigkeit, also Wasser rein, Wasser wieder raus. Und mit dem Wasser werden die Dinge dann auch ausgeschwemmt, durch die Nieren rausgeleitet, in die Harn reingeleitet. Was dann so riecht, sind eigentlich die Eiweißabfallprodukte, Ammoniak. Das ist Eiweiß, ein Teil von, also Stickstoff, das ist der Teil, der dann riecht. Ne? Aber es ist im Prinzip her ein Stoff, der uns aufgebaut hat und der kontinuierlich dann ausgeschieden wird. Ne? So. Machen wir das Blut nochmal frei. Es fühlt sich aber schon deutlich leicht an. Aber weswegen ich das gesagt habe, das Blut wird tatsächlich dicker im Sinne von, also die Flüssigkeitsanteil wird eingeschränkter, wenn wir nicht genug trinken. Also das Geheimnis fürs Blut, für ordentliches Blut ist, viel zu trinken und genug zu trinken. Ne? Und kein Alkohol zu trinken. Alkohol macht was mit uns, was Negatives. Ne? Also das ist dann auch Flüssigkeit, aber nicht die richtige Flüssigkeit. Die richtige Flüssigkeit ist Wasser. Ne? Das ist das, was gedacht worden ist von der Natur. So. Dann gucken wir uns mal diesen Herstellungsort an, das Knochenmark. Das machen wir gleich mal mit. Alles, was da in diesem Knochenmark stört, für die Blutherstellung, das nehmen wir jetzt mal raus. Und da gibt es natürlich die 1000 Unterthemen, die ich gar nicht alle kenne. Zu viel weiße Blutkörperchen produziert werden, also dass dann solche Missregulationen auftreten, die das Verhältnis roter, weißer Blutkörperchen verschieben zu Ungunsten von irgendeiner Seite.
Das nehme ich nochmal alles raus und spiele nochmal in dieses Knochenmark. Na, wir machen das Knochenmark hier. Das hat damit eigentlich eine Wichtigkeit. Das müssen wir dann auch mal energetisch behandeln. Also das Blut stellt sich nicht von sich selbst heraus her. Ne? Also das Blut vermehrt sich nicht, sondern es wird in diesen Knochenmark produziert. Und ständig produziert. Ich weiß gar nicht, wie lange die Halbwegszeit ist. Aber nicht groß. 24 Tage unter einem Monat bestimmt. Insofern ist unser Blut immer neu. Ne? Und wenn man jetzt zum Beispiel Probleme hat mit den Nieren, dann muss diese Abfallstoffe eben per Maschine raussortiert werden. Dann ist man an dieser Dialyse dran. Ne? So, jetzt nochmal zu dem Knochenmark. Bitte um Heilung fürs Knochenmark. Was kann heilen das Blut? Und das ist wieder ganz einfach Wasser. Genügend trinken. Das heilt das Blut. Also diese Stoffe, die da nicht reingehören oder die naturgemäß in das Blut reingehören, weil das Blut ist ja ein Transportmittel, müssen auch wieder aus den Transportmitteln entfernt werden. Das ist wie so ein Güterzüge, die mit Müll beladen werden und die fahren dann zu den entsprechenden Standorten, wo sie die Müllwagen entleert werden, zum Beispiel in die Niere. Und ich brauche genug Wasser, wenn ich viel Müll im System habe. 7-8 Liter wäre natürlich stark übertrieben, ne? Das ist ja klar. Man kann auch von zu viel Wasser sterben, sowas gibt es auch. Ne? Aber in gesunden Verhältnis genug trinken, das ist das Geheimnis, um ein ordentliches Blut zu haben. Ne? Wenn ich jetzt keine Probleme mit Nieren und so weiter habe, das soll eingeschränkt sein. So, also, und damit, ich habe ja mal Landwirtschaft studiert und der Professor, der hatte eine Aufgabe, wie man, hat er erzählt, ganz stolz erzählt, in der Wüste, wie man die Wüste entsalzen kann. Und dann hat er denen gesagt, ihr müsst einfach genügend Wasser reinschütten. Dann entsalzt sich die Wüste wieder. Und so muss man sich eigentlich auch, das war das Projekt für den Professor, aber so muss man sich das auch im Körper vorstellen, genug Feuchtigkeit, genug Flüssigkeit hineinzubringen, genug Wasser reinzubringen. Dann kann ich diese Giftstoffe einfach aus dem Blut wieder rausschwemmen, weil die Transportwagen werden irgendwann in der Niere abgekippt, ne? Wir waren nochmal bei dem, das fühlte sich gut an, das Knochenmark. Da gibt es bestimmte Knochenmarkbereiche natürlich auch. So. Beim Alkohol kennt man das ja auch, ne? Ich war mal in Russland, das ist schon ganz lange her, in der Nähe von Kursk und dann gibt es da den Schnaps. Der Schnaps trinkt man da und die Russen sind schlau, die trinken den Schnaps, weiß ich, 46% oder was auch noch höher, aber immer ein Glas Wasser dahinter. Und mit dieser Verdünnung kann man das, will jetzt niemand zum Alkoholiker machen, aber kann man diese Mischung viel besser vertragen. Also das Wasser ist das große Geheimnis zum Reinigen des Blutes. So. Und wenn man Blut schädigen will, dann führt man Giftstoffe ein. Medikamente sind auch per se erstmal Giftstoffe. Alkohol wäre ein Giftstoff. Verunreinigtes Essen wäre auch ein Giftstoff, also verpilztes Essen oder sowas. Deswegen können wir auch Pilzzeug an hier. Verdrecktes, alles, was das Blut verunreinigt, müssen wir hier oben auch einführen. Und das sollte man lassen, wenn man gesundes Blut hat. Ne? Vor allen Dingen, wenn man eine Schwäche in dem Blut hat. Ne?
Also die Unfähigkeit, ein gesundes Leben zu führen, das nehme ich nochmal aus allen Beteiligten jetzt raus. Und das Wissen, das was, womit ich mich ernähre, so bin ich dann auch. Das gibt es dann auch Menschen, die machen das exzessiv. Die glauben, dass das Heilmittel nur ein Stoff ist, der in die Natur dargebracht wird. Das ist meiner Meinung nach nicht so. Die Ausgewogenheit von allem etwas, das macht den, ist der Schlüssel für die Gesundheit. Ne? Und nicht diese Zusatzstoffe, sondern wenn ich von allem was nehme, habe ich eigentlich immer eine gute Auswahl. Ne? Das soll nicht sagen, dass man nicht Vitamin D oder sowas nehmen darf, aber ernähren Sie sich ausgewogen. Das ist das Geheimnis. Ne? So, jetzt schauen wir nochmal. Das braucht das Blut natürlich auch. Wir müssen, damit der Motor funktioniert, das Knochenmark Blutkörperchen herstellen kann, muss dieser Motor, Knochenmark, auch gut versorgt sein. Und wie wird er gut versorgt? Indem ich gute Nahrung in den Körper reinfülle, genug Flüssigkeiten, dann versorgt das Blut das Knochenmark wiederum. Daraus bilden sich dann wieder die erneuerten Blutzellen, Blutkörperchen, roten Blutkörperchen und weißen Blutkörperchen und so weiter. Das Blutserum, weiß ich gar nicht, wo das hergestellt wird. Aber und daraus haben wir dann feinstes Blut, wenn man so will. Gute Ingredienzien rein, kommt Gutes raus. So einfach. Schlechte Ingredienzien rein, gibt es Probleme. Ne? So, alle Energien, die nehmen wir nochmal diesen ganzen Körper, alle Energien, die das Blut schädigen, nehme ich nochmal aus dem System von uns allen jetzt raus. Und alle Ingredienzien, die zu gutem Blut führen, das spiele ich jetzt ein. Die Tendenz, sich zu vergiften, nehme ich nochmal aus dem System von allen raus. Und die Tendenz, sich gesund zu halten, spiele ich ein. Ein Randaspekt ist natürlich auch die Bewegung. Ne? Das Herz muss das durch alle Äderchen pumpen letztendlich, diesen Kraftstoff. Und wenn ich mich bewege und dann fließt es auch in alle Äderchen rein. Und diese Feinstkapillaren, ne? Die großen ist ja klar, die sind immer versorgt, aber die Feinstkapillaren müssen auch versorgt sein. Ne? Also für das Blut, für den Transport des Blutes sind diese Arterien und Venen und die nehmen wir in diesem Falle auch an. Nehmen wir nochmal, Blut ist das zwar das Thema, aber die Feinstkapillaren, alles was in denen nicht reingehört, das nehme ich jetzt raus. Und alles, was dazu führt, dass die das Blut transportieren können, das spiele ich jetzt ein. Machen wir die Kapillaren auch mal frei. So. Also man muss sich das Blut so wie, also es ist nur die eingeschränkte, aber es ist wie der Kraftstoff des Körpers. Das ist es nicht, aber es transportiert den Kraftstoff. Es ist der Waggon, der die Energie dahin führt und der Waggon, der die Abfallstoffe wieder abführt. Und das beides kann man nur in Schuss halten, indem wir uns gut ernähren, gut bewegen, viel Flüssigkeit trinken, die guten Flüssigkeiten trinken. Und alle negativen Dinge aus unserem Körper rauslassen. Also Schadstoffe, Giftstoffe, Medikamente, zu viel von irgendetwas. Das ist alles nichts Gutes für den Körper. Ne? Schauen wir mal, Blut. Wie weit sind wir denn jetzt? Jetzt mache ich mal was. Hiermit segne ich Ihr Blut, so damit, dass Sie gut versorgt sind, in ihrer voller Kraft sind und die spüren, wie sie dass die Dinge machen können, die sie gerne wollen, dass, weil sie gut versorgt sind durch ihr körpereigenes System. So sei es.
Gut, ich glaube, das können wir so stehen lassen. Ja, vielen Dank. Das ist so ein Universalvideo, denke ich. Das kann man alle paar Wochen mal anschauen. Mal gucken, dass das System ein bisschen gereinigt ist und das Blut ordentlich fließt. Ne? Manchmal müssen einen die banalen Wahrheiten, die Sie vielleicht auch alle kennen, einfach mal nur vor Augen geführt werden und sagen, ja, hat er recht, das sollte ich machen. Ne? Alles gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Ihr Cornelius van Dessen.